seitlich und hinter dem Ball abstoppen. Mit aufgedrehten Unterarmen baggern. Ziel sollte es immer sein, den Ball im Stand vor dem Körper abzuwehren. Dies gelingt nur dann, wenn die Spielentwicklung beim Gegner von der Abwehr über das Zuspiel bis hin zum Angriff beobachtet und, unter Berücksichtigung des eigenen Blocks, richtig eingeschätzt wird. Nur wer die Spielentwicklung gedanklich richtig vorwegnimmt, sie also zutreffend antizipiert und sich schnell zum voraussichtlichen Abwehrort bewegt, hat Chancen, den Ball abzuwehren, ihn im Spiel zu halten. Die gut ausgebildete Baggertechnik muss äußerst differenziert eingesetzt werden, wie die folgenden Überblendungsszenen deutlich machen.